Ein Gerät, das jeden militärischen Satelliten der Welt kontrolliert, ist vier wirklich sehr gefährlichen Leuten in die Hände gefallen. Wir brauchen jemanden, der sich wie sie bewegt. Wie sie kämpft. Zeit, ein Patriot zu sein. Es gibt keine Patrioten mehr. Nur Rebellen und Tyrannen. Und was sind Sie? Ich bin Triple X. Was soll ich sagen? Xander Cage ist wieder im Dienst. Nachdem ein kontrollierter Satellitenabsturz seinen alten Chef Gibbons aus dem Leben riss, spürt Agentin Jane Mark den totgeglaubten Extremsportler auf und reaktiviert ihn. Er soll ein Gerät namens Büchse der Pandora wieder auftreiben, wofür sich der tätowierte Hühne dann ein Team aus weiteren Verrückten zusammenstellt. Gemeinsam gehen sie auf die Jagd nach einem Mann mit dem Namen Xiang, der mit der Büchse scheinbar weitere Satelliten vom Himmel regnen lassen will. Los geht's. Erfrischend. Du hast echt sehr talentierte Finger. Ja, das hat sie auch gesagt. Wow. Das heißt, diese Geister würden echt Ärger machen. Sie haben ja keine Ahnung, mit wem sie sich anlegen. Was auch immer du suchst, du ziehst dabei den Kürzeren. Heißt das etwa, du bringst mir kein Frühstück ans Bett? Machen wir uns jetzt alle mal nichts vor. Triple X, die Rückkehr des Xander Cage, ist das filmische Äquivalent zu einer Großraumdisco. Exotische Kulissen, schicke Mädels, viel Geballer und noch mehr Muskeln und Tattoos. Wer hier wirklich eine ausgereifte Story, tiefe Figuren oder tatsächliche Physik erwartet, ist so falsch wie ein Abstinenzler auf der After-Hour. Oder hat noch nie einen der letzten drei Fast and the Furious-Filme gesehen, die hier in Aufbau, Optik und auch Logik als Vorlage dienten. Aber wie sagte schon der große Dieter Krebs, es muss nicht schmecken, sondern knallen. Und das macht Teil 3 auf jeden Fall mit Lust und Laune. Bereit für etwas Spaß? Ich geh runter. Ich gehe hoch. Wenn wir die Rückkehr von Xander Cage rein mit der Actionbrille betrachten, muss ich sagen, dass ich die Stunts und auch Eskapaden in der Fast and the Furious-Reihe ein Ticken besser fand. Maßloser waren sie auf jeden Fall und auch ein bisschen aufregender. Trotzdem bietet Teil 3 genau das, was man erwarten darf. Überdrehten Augenzucker im 10-Minuten-Takt. Mit Skateboards, mit Jetski, Motorrädern zu Fuß oder auch auf Skiern. Quer durch einen Dschungel geht es überall hin. Und Donnie Yen darf nochmal seinen großartigen Verkehrsgetümmelkampf aus Kung Fu Jungle ein wenig aufleben lassen. Er zählt ohnehin für mich zu den unterhaltsamsten Randfiguren, genauso wie Ruby Rose und Game of Thrones Hund Rory McCann. Tony Jaa ist dagegen leider völlig verschenkt und Nina Dobrev als Nerdgirl ist genauso nervig wie ein Kleinkind von dem Süßigkeitenregal. Ich drück's mal einfach aus. Treten Sie ein paar Arsch. Schnappen Sie sich das Mädchen und sehen Sie dabei cool aus. Eine Formel, die Vin Diesel natürlich zu 200% komplett durchzieht. Ihm gehört die Show oder fast eigentlich jede Frau im Film. Nur seine One-Liner hätten hier und da echt nochmal ein bisschen überarbeitet werden müssen und auch können und sollen. Einige davon waren in den 90ern schon alt oder auch damals schon komplett ausgelutscht. Kurzum, hochgetakteter und irrsinniger Actionritt für Xbox-Kids, Adrenalin-Junkies und alle, die sich die Wartezeit auf Fast and the Furious 8 ein bisschen verkürzen wollen. Meine Ranks-Tags, Vin Diesel, Donnie Yen, Extremsport-Agenten-Action und Granatenroulette. Wer nach dir suchen? Du musst dich verstecken. Ihr habt keine Ahnung, wozu dieses Vieh imstande ist. Hör auf! Hey, jetzt lauf! Du bist sehr mutig. Weißt du das? Ich würde sogar sagen, du bist der mutigste Junge, den ich kenne. Elliot der Drache ist eine Neuverfilmung des 70er-Jahre-Disney-Halbklassikers, kann man so sagen, Elliot das Schmunzelmonster. Wie so oft bei Disney geht es auch hier um den Wert der Familie und vor allen Dingen auch, welche Opfer man dafür bringen muss.